Hallo allerseits, wer immer auch gerade da ist und zuschaut. Heute bin ich etwas ausgetalkt, weil ich schon einige Gespräche geführt habe. Aber jetzt möchte ich euch erst einmal, bevor ich überhaupt weiterrede, 50% der Mantika vorstellen, meinen liebenswürdigen Gatten Roy. Ich grüße euch aus dem Weltraum, hallo, aus der Milchstraße. Ich freue mich, dass wir wieder live sind. Das verdanken wir dem technischen Verständnis meiner tollen anderen 50%, Ehefrau, Partnerin, Spiegelbild meiner Liebenswürdigkeit, nämlich Kirsten. Das Spiegelbild deiner Liebenswürdigkeit. Darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken. Ja, ja, sehr kann schön. Man sich am Trommelfell zergehen lassen. Ja, ich frage mich gerade, ob wir, nein, wir waren irgendwie gefreezed, aber jetzt läuft alles gut. Gut, alles läuft. Ja, wir haben uns vorgestellt, wir freuen uns, dass wir miteinander reden können. Das ist uns heute im Laufe des Tages nicht wirklich gelungen. Es war immer irgendwas anderes zu tun. Aber für heute haben wir uns ja ein spannendes Thema vorgenommen, lieber Roy. Was ist denn das Thema, über das wir heute sprechen werden? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir hier die Fragestellung ein bisschen anders machen. Unser heutiges Thema ist etwas, was wir als Kartenleger unbedingt nicht außer Acht lassen sollten, denn es sind nicht nur die Fragenden mit ihren Problemen, mit ihren Themen wichtig. Es sind nicht nur die Karten, die uns faszinieren, wichtig. Nein, ein ganz wichtiger Teil von diesen Beratungssituationen ist das Legesystem. Und das ist unser heutiges Thema. Ganz genau, Legesysteme. Es gibt unglaublich viele Legesysteme. Und ihr habt sicher auch einige Bücher zu Hause im Schrank. Wir schauen nachher mal, aus welchem Buch sich Roy besonders gerne bedient. Ich persönlich bin nicht so der Buchbenutzer bei Legesystemen, sondern denke mir immer verschiedene Dinge aus. Aber ganz am Ende der Session werden wir euch noch ein paar Buchtipps dazu geben. Wir wollen euch heute hauptsächlich Legesysteme vorstellen, die wir immer wieder gerne benutzen. Und dafür haben wir auch eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich vielleicht jetzt mal anschalte. Ja, zeig uns doch mal deine Präsentation, also, die wir als sehr gelungen gefunden haben, nicht Kirsten? Genau, also die Präsentation habe nicht ich gemacht. Das ist nämlich nicht meine Stärke, sondern das haben die anderen 50% der Mantika gemacht. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, Roy, warum haben wir denn da so eine Schildkröte abgebildet auf dem Legesystem? Ja, wir vergessen immer ganz gerne, dass Schildkröten, ja, das ist immer so, ja, Schildkröten sind langsam und Schildkröten hast du nicht gesehen. Nee, nee, Schildkröten sind nur auf Land langsam. Wenn man sie dann im Wasser hat, dann erreichen sie ganz schöne große Geschwindigkeiten. Das ist das eine. Schildkröten sind sehr intelligente Tiere und sie erreichen ein großes Lebensalter. Und so ist es auch mit einigen unserer Legesysteme. Da hat man das Gefühl, die gibt es schon unendlich lange. Und darum fand ich dieses Bild der Schildkröte so stimmig, die sich hier in einer wunderschönen Fauna bewegt. Mal eher in einer Wasser. Aber sehr, sehr schön. Ja, also ja, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Diese wunderschönen Fische. Ich kann mir vorstellen, wenn die Kamera ein bisschen nach unten geschwenkt hätte, hätte man da auch Korallen gesehen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist so ein bisschen wie eine Prinzessin der Kelche, was wir hier sehen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die erste Seite. Was wir gemacht haben, ist, dass sowohl Roy als auch ich uns jeweils Systeme rausgesucht haben, die wir gerne verwenden. Was ihr hier seht, ist die Siebener Parabel. Das ist eigentlich die Legung, die ich immer und überall verwende, ob es nun
Kurzberatungen sind oder längere Beratungen. Ich finde diese Legung einfach total fantastisch. Ich bin keine Freundin des keltischen Kreuzes, weil ich finde, beim keltischen Kreuz kann ich zwar eine Entwicklung sehen, aber ich kann nicht unbedingt sehen, was kann ich denn tun, damit sich da etwas für mich bewegt. Und dieses Problem löst für mich die Siebener-Parabel, abgesehen davon, dass hier auch wesentlich weniger Karten sind, was ich immer gut finde. Ich bin ein Freund von kurzen Legungen. So, bei der Siebener-Parabel haben wir 7 Positionen, daher der Name. Und sie werden gelegt in einer Hufeisenform. Und ich habe einfach mal hier eine Beispiellegung hingepackt, die mit Karten vom Modern Witch Tarot gelegt wurde. Wir sehen hier die erste Position Vergangenheit, die zweite Gegenwart, die dritte Zukunft. Die vierte, für mich immer die wichtigste Karte, ist der Rat der Karten. Dann haben wir die Außenposition, die sowohl jemand sein kann, um den es geht, die aber auch einfach das Umfeld an sich beschreiben kann. Dann haben wir Hoffnungen und Ängste, wobei ich Hoffnungen und Ängste immer als etwas sehe, was man erhofft, aber gleichzeitig auch, was man vielleicht trotzdem auch ein bisschen fürchtet. Und dann das Ergebnis. Wichtig ist bei der Ergebnisposition Nummer 7, dass das Ergebnis nur eintreffen kann, wenn man sich an den Rat der Karten hält. Also nur, wenn ich mich wie ein König der Kelche verhalte, werde ich zur 3 der Stäbe kommen, in diesem Fall. Und ich finde, in dieser Legung ist so ziemlich alles drin. Ich habe einen kurzen Überblick, wo kommt die Person her, wo steht sie gerade, wo geht sie hin, Position 1, 2, 3. Dann habe ich einen Blick auf das, was sie tun sollte, um ihr Ziel zu erreichen. Ich habe die Außenposition, wie die reagiert. Ich habe diese Hoffnungen und Ängste, die ich inzwischen fast auch so als Auslöser überhaupt der Fragestellung sehe, und das Ergebnis. Ja, sehr viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich sehe, einige schauen uns zu. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, was kommentieren wollt, packt es doch einfach in die Kommentare hinein. Ja, ich habe eine Frage dazu, Kirsten. Ja. Das ist ja eine deiner Lieblingslegungen. Meine Lieblingslegung. Kannst du da dazu sagen, wann du die einsetzt? Ich setze sie eigentlich immer ein, weil ich eigentlich immer die Frage stelle, was kann ich tun, um? Finde ich wesentlich besser als, wie wird sich etwas entwickeln? Und selbst wenn ich die Frage, wie wird sich etwas entwickeln, stelle, mache ich die gerne, weil ich dann trotzdem noch sagen kann, was ich auch noch tun kann. Okay. Aber ich kann sie für Liebe und für Beruf und für irgendwas nehmen. Ja, sie ist sehr flexibel. Okay, dankeschön. Dankeschön. Aber gut, dass du fragst. Ich habe auch eine zweite Legung für die Menschen, denen es immer um die berühmte Frage geht, wie stehen wir zueinander? Kann ich natürlich mit der Legung hier auch machen, aber dafür benutze ich dann ganz gerne meine verkürzte Beziehungslegung. Und die ist ganz einfach, ne? Ich habe eine Person für das Ich, eine für der oder die andere auf der anderen Seite. Dann habe ich eine Position dafür, was gerade die Verbindung zwischen mir und der anderen Person ist. Und ich habe das Ergebnis. Okay. Hier beim Ergebnis muss ich vielleicht noch anders formulieren. Es geht mir darum, wohin es läuft als nächstes. Denn ich habe hier ja nicht wirklich ein Rad. Und genau das finde ich hier problematisch. Aber ich finde hier gerade bei dieser Legung, die ich mit dem Röhrichtdeck gelegt habe, total interessant, dass wir dreimal so Türme, Gebäude haben. Ne? Also sehr präsent beim Ich, bei dem anderen weit im Hintergrund. Und dann aber am Ende steht man so auf sowas Kaputten. Also diese Beziehung ist nicht so mit Glück gesegnet, jetzt erstmal auf den ersten Blick, finde ich. Aber dann sollte man vielleicht noch eine Karte ziehen. Was kann ich denn tun, um das Ruder rumzureißen oder um sie vielleicht wirklich aus meinem Leben hinausziehen zu lassen? Hast du dazu noch Fragen? Nee, das finde ich cool.
Ne? Ich finde sie angenehmer als das berühmte Beziehungsspiel, diesen Klassiker, weil da ist ewig lang 6 Karten und es ist so nabelschauig und hier hat man sehr schnell einfach einen Überblick und kann super schnell auch jemanden... Ja, und ich finde bei dieser Beziehungslegung, die wir ja aus vielen Büchern kennen, was im Kopf ist, ist, das ist für mich, also dieses Gegenüberstellen, ja, das ist für mich kein Beziehungsspiel, sondern es ist nur eine Momentaufnahme oder das, was so spielt. Aber eine wirkliche Beziehung als solches sagt es für mich nicht aus. Genau. Und bei diesen Karten, darüber haben wir auch schon mal geredet, ne? Darf ich fragen, an dritte Stellen, darüber haben wir schon mal eine Episode gemacht, über dritte Stellen. Es ist halt immer das Bild der fragenden Person, das da erscheint. Und wenn der andere, der vielleicht auch gar nicht dabei ist, die Karten ziehen würde, würde es vielleicht ganz anders aussehen. Definitiv. Na? Gut, die dritte Legung, und mehr stelle ich heute auch gar nicht vor, die ich habe, ist mein Entscheidungsspiel. Ich mache also nicht auch diesen Klassiker, den die Leute gerne haben, wo ich 3 Karten nach oben, 3 Karten nach unten lege oder meinetwegen auch nochmal 3 Karten. Jedes Mal ein Weg für eine Entscheidung kann ich auch machen, dauert mir aber zu lange. Ich ziehe einfach für jede Möglichkeit, die ich habe, eine Karte und dann rede ich über diese Karte. Also das benutze ich zum Beispiel sehr gerne, wenn Leute überlegen, wie setze ich meine Prioritäten, für welchen Job sollte ich mich bewerben, ich suche meine Berufung, was wäre es denn? Ich habe die Auswahl zwischen 10 Männern, wer ist denn der Beste für mich? Ne, also das sind 5 Karten? Ja, mit den 5 Karten, das waren jetzt nur 5 Männer, aber ich könnte das auch mit 10 machen. Okay. Und ich finde das wirklich sehr praktisch. Wichtig bei dieser Legung ist, dass man schon etwas hat an Optionen. Man kann es halt nicht wirklich nehmen, wenn man gar nichts hat. Man kann höchstens immer noch eine Position, den Joker, nehmen, wo man einfach nochmal blind eine Karte zieht für nicht das, was ich schon weiß. Und was auch wichtig ist bei dieser Legung, ist, dass man vorher aufschreibt, was die einzelnen Positionen sind. Denn spätestens bei D vergisst man es, es sei denn, man ist extrem gut in stiller Post spielen. Okay. Ja. Hast du dazu Fragen? Ja, Entscheidungsspiel, da wird es sicher nicht nur um die 5 Männer gehen, sondern ich denke, da gibt es dann schon noch andere Hinweise, wann oder zu welchen Momenten ich das Entscheidungsspiel nutzen würde, sollte, möchte. Du kannst es immer einsetzen. Ne? Du kannst auch nur 2 Karten nehmen und sagen, Option A, Option B, was gehe ich? Gehe ich heute Abend in die Kneipe oder gehe ich lieber in die Kneipe? Ne? Oder in die 4 anderen. Oder in die 4 anderen. Also das ist jetzt einfach hier nur ein Legungsbeispiel, wo eine Person 5 Optionen hatte und dann haben wir uns für eine davon entschieden. Okay. Schön. Ja, das sind die 3 Dinge, die ich eigentlich hauptsächlich tue in Beratungen. Ja, cool. Und du hast ja auch einige... Gibt es denn schon Fragen von unseren Zusehern? Nein, wir werden nur begrüßt und Marion ist der Ansicht, dass alles mit Schildkröten besser wird. Offensichtlich. Ja. Ja. Und Kerstin, gefällt eines der Legesysteme? Ich weiß zwar nicht welches, aber auf jeden Fall ist es ein cooles Legesystem. Und wie gesagt, wenn ihr noch weitere Legesysteme besonders gut findet, schreibt sie uns rein oder fragt uns. Wir stehen dafür zur Verfügung. Jetzt bist du dran mit deinen Legesystemen, oder? Ja, meine 3 Highlights, die sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden rausgekristallisiert haben, wäre, wenn du bitte klickst, die Hohepriesterin. Das Geheimnis der Hohen Priesterin, das ist so eins meiner Lieblinge, denn ich finde dieses Spiel unabhängig davon, dass es auch Hayao Banzhaf begeistert hat, eine sehr schöne, sehr hilfreiche Erklärung. Einsetzen die Hohepriesterin immer dann, wenn eine Klientin, ein Klient
vor einer schwierigen Entscheidung steht und da einen Hinweis möchte. Und warum mir das dann immer sehr wichtig ist, ist, denn diese Positionen 3, 4 und 5 helfen oft viel mehr als wie die anderen Positionen. Dieser gegenwärtige Haupteinfluss ist den Fragenden oft gar nicht so bewusst und wird dann oft erst richtig klar, wenn sie diese drei Bilder sehen. Das kristallisiert sich jetzt immer mehr und mehr in meinen Beratungen heraus. Natürlich spannend sind auch Positionen 6 und 7. 6, die unbewusste Seite, was in den Menschen drinnen steckt, was ihnen gar nicht bekannt und klar ist. Und 7, was sie oft schon von sich selbst wissen und sehen. Und das ist dann immer mit einer großen Aha-Serie begleitet. Die Seite 8 oder die Position 8 ist dann immer der Punkt, wo die Leute oft staunen und sagen, nee, also das können wir uns im Moment nicht vorstellen. Ganz klar, weil sie sich es nicht zutrauen. Ja, jedes Legesystem, was auf sich zählt, hat einen Jolly Joker. Die Nummer 9, Position 9. Und Position 9 ist auch so der Punkt, der bei Banzhaf beschrieben wurde mit wird nur aufgedeckt, wenn es eine große Arkana ist und dahingehend auch interpretiert. Und ich finde das schade. Ich decke sie immer auf, damit auch der Fragende hier nochmal Hinweise bekommt. Denn das hilft ihnen einfach. Warum soll ich eine Karte verdeckt liegen lassen und daraus ein Geheimnis machen? Nee, es sollte auch mit zur Klärung des Fragenden. Moment, also aufdecken musst du sie doch, weil sonst siehst du ja nicht, was es ist, oder? Ja klar, ich kann sie mal kurz umdrehen und wieder zurückdrehen. Aber für mich, ich finde, das Legesystem ist nicht komplett, wenn ich sie nicht mitinterpretiere, weil dann müsste ich sie auch gar nicht ziehen. Ja, also ich sehe das wie du, aber Hajo hat es anders konzipiert. Das hat natürlich auch einen netten Show-Effekt, finde ich, wenn man dann sagt, nein, das darfst du jetzt nicht wissen. Aber auf der anderen Seite würde ich auch immer da was zu sagen, glaube ich. Ja, also ich finde es auch doof, wenn ich dann sage, nee, da sage ich jetzt nichts dazu. Mm. Ja, das ist ja wirklich deine Lieblingslegung und sie ist auch eine sehr schöne Legung, die auch mit weniger Karten auskommt als dem keltischen Kreuz und halt auch... Das stimmt, ja. Eine weniger. Genau, und auch Positionen, also einen Rat gibt, ja. Von daher, ja, finde ich auch sehr schön, diese Legung. Wir haben ja heute Vollmond, fällt mir ein, ne? Ja, siehst du. Und in der Urversion ist ja Position 3 der Vollmond, Position 4 ist ab und Position 5 ist zunehmende Mondsichel, wie es in der Hohe Priesterin von Coleman Smith auch dargestellt wurde. Genau, daran hat er das, darauf basiert sozusagen dieses Bild. Ja, soll ich die nächste Legung vorstellen? Ja, das wäre sehr schön. Eine Legung, die zum Momentanen passt, nämlich mein persönlicher Umgang mit den Finanzen. Oder yay. In der Finanzkrise. Ja. Und ich möchte mich an der Stelle bei Lilo Schwarz bedanken, dass sie so voraussehen war, denn dieses Legesystem ist sicher schon 15, 17 Jahre alt. Und ich finde, das ist so ganz toll, denn es zeigt auch so, wo stehe ich so mit Position 1, wo wünsche ich mir, dass es hingeht, aber auch, was sind meine Ängste? Ja, vor dieser Krise. Und 2 zeigt dann auch schon die Krise, die da im Begriff ist, mich so völlig einzulullen und zu martern und mir schlaflose Nächte zu gestalten. 3, ne, was bedeutet mir Geld? Was ist für mich Geld? Wo habe ich so ein Thema mit? 4, welche Handlung sollte ich jetzt einnehmen? 5, logisch, wenn ich 4 tun habe, dann ist 5 lassen. Also da sollte ich die Finger davon lassen. Ja,
Und wie bei vielen Legesystemen ist die letzte und sechste Karte das Ziel. Wird immer mehr und mehr einem Schmunzeln aufgenommen bei meinen Klientinnen und Klienten. Aber wenn sie dann 4 und 5 und dann auch 6 sehen, dann schmunzeln sie oft nicht mehr. Also das Ziel ist dann aber eher ein unbewusstes Ziel, oder? Ja, das ist, es ist so ein es geht darum, da sollte ich hinstreben. Das wär für mich ideal. Ja, kann ich verstehen. Also es hat sowas für mich so wie der Mondknoten sozusagen. Ja, das ist, ja genau. Ist aber vielleicht nicht das, was ich will, aber da soll ich hin. Naja, schlussendlich, wenn es Erfolg bedarf, dann fragt sich, warum soll ich dort nicht hin? Ja, ich verstehe es, aber ich würde sagen, das Ziel ist nicht unbedingt bewusst gewählt, das meinte ich damit. Das stimmt. Oft sind ja die Ziele, die man hat, wo man glaubt, das ist unbedingt der Strebenswert, nicht wirklich das, was man tun sollte. Ja. Ich glaube, genau das geht es. Es ist ja erstrebenswert. Ob ich es dann auch wirklich das Sinnvolle umsetze, bleibt er mir in meiner freien Entscheidung überlassen. Das ist halt wirklich eine gute Legung für jetzt gerade, ne? Wenn wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Kann man für sich selbst mal machen, wie man jetzt am besten weitergeht. Yes. Gut, du hast noch eine Legung mitgebracht? Ich habe noch eine Legung mitgebracht. Kennen viele wahrscheinlich der blinde Fleck, auch bekannt unter Johari-Fenster nach Joe Luft und Harry Ingram. Beides waren Psychologen, die mit diesem System gearbeitet haben. Und die Kartenleger konnten nicht drum herum, diese 4 Karten einfach als ein Legesystem umzusetzen. Und ich finde dieses Legesystem sehr, sehr entwaffnend. Immer so, wenn Leute oft nicht mit der Sprache rausrücken wollen, also, und dann so versteckt kommt, na, Beweis, dass Tarot in irgendeiner Form funktioniert, dann nehme ich den blinden Fleck. Und der blinde Fleck ist eigentlich ganz eine subversive Methode, sich selbst kennenzulernen. Denn unabhängig jetzt mal von den 4 Positionen, zeigen Karte 1 oder Position 1 und 3 das, was andere kennen oder was anderen bekannt ist, und 2 und 4, was andere nicht kennen. Und 1 und 2 ist mir bekannt und 3 und 4 ist mir unbekannt. Und mit dieser Aufteilung schon kann ich mein Potenzial erkennen, wenn ich mich bis zum letzten mich auf das Bild, auf diese 4 Bilder einlasse. Ja? Gehen wir mal die 4 Legeplätze durch. Position 1, das zeige ich so nach außen. Das ist so mein Bild nach außen, mein Auftreten, meine Bühne, mein Show-Effekt. Meine Maske. Meine Maske, ganz genau. Und 2 ist das, was ich hinter dieser Maske habe, was ich am besten verstecken möchte. Vielleicht gar nicht zeigen. 3 ist dann, darüber möchte ich mehr erfahren. Ja, das ist so, ich merke, es fehlt mir irgendwie so eine Kleinigkeit, aber da wäre ich froh, dass ich noch darauf aufmerksam gemacht werden würde. So, und bei 4 kommt das große Aha-Erlebnis, denn dieses Potenzial schlummert in einem. Unbewusst, unbekannt. Oft auch unerwartet. Und darum ist es dann so spannend, wenn man dann diesen oft mit sehr viel Unglauben bestückten Klienten und sagt, so, schau, und das hast du uns verraten. Mit der Bildersprache des Tarots. Darum finde ich dieses Johari-Fenster so ein tolles Legesystem und ich setze es wahnsinnig gerne ein. Ja, das ist auch eine gute Sache. Die Fragestellung ist mir noch nicht so ganz klar dafür. Da hast du die Möglichkeit, oft gar keine Frage zu stellen. Also, was bin ich überhaupt? Wer bin ich? Was bin ich?
und vielleicht, was könnte ich noch aus mir rausholen? Also es, Menschen, die so an einer Schwelle stehen, wo sie merken, es geht nicht mehr weiter. Sie sind blockiert. Also es ist so ein bisschen wie das eigene Horoskop. Wenn du es interpretieren kannst. Ja, interessant. Ja, sehr schön. Ist noch eine Legung dabei? Nein, wir haben beide drei Legungen gehabt und das war mein drittes Legesystem. Aber wir wollen natürlich auch, Entschuldigung. Wir haben hier noch einen kleinen Werbeblock, genau. Wir wollen euch nicht vorenthalten, dass auch auf Kirstens wunderbaren Blog, Kirstens Tarotwissen, auch immer wieder Legesysteme versteckt sind, ne, Kirsten? Ganz genau. Und da werden auch nach und nach immer mehr eingestellt werden, die wir alle mal gemacht haben. Und die andere Seite ist die Mantika-Seite, die ihr inzwischen ja auch gut kennt. Aber ich gehe jetzt noch einmal hier raus aus der Präsentation. Genau. Und zeig's mal die Bücher. Genau, das wollten wir euch ja auch noch zeigen. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich höre dich, ich sehe dich, alles gut. Aber was siehst du denn? Ich sehe dich in deiner wunderschönen Größe. Jetzt starrst du gerade in den Schirm und suchst etwas verzweifelt. Ja. Ich vermute, dass der Zoom-Screen weg ist. Ah, ich habe den Bildschirm freigegeben, gut. Ja. Ja, wie gesagt, heute ist ein etwas schwierigerer Tag. Aber alles gut. Genau, wir wollten euch noch die Bücher zeigen. Ich habe jetzt mal sämtliche Bücher genommen, die wir zu den Tarot-Legungen haben. Das eine ist von Jean Ruland, das große Buch der Legemethoden, ist ein Klassiker. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Dinger zu kompliziert sind. Das sind wirklich immer sehr lange, ausführliche Legungen. Da geht es ins Detail rein, ne? Das ist nichts für dich, das sind zu umfangreich. Ja, guckt euch das mal hier an, teilweise mit über 20 Karten. Da muss man echt Geduld haben. Es ist schön aufgemacht. Für lange Winterabende. Ja, genau. Es ist schön aufgemacht. Es hat auch viele Ideen. Also die Jahresfeste sind darin enthalten. Oder gerade so spirituelle Dinge sind wirklich ganz schön. Ich muss es mir mal wieder ansehen. Ich habe es lange nicht mehr angesehen. Dieses Buch hat immer eine Zusatzkarte, die oft Jolly Joker heißt. Daher hast du den Jolly Joker, alles klar. Nee, das, so viel Intellekt habe ich selbst noch. Ja, aber jetzt aufs Kartenlegen bezogen, habe ich das gedacht. Jetzt nicht, dass du... Nein, das ist mir auch ohne Frau Ruland eingefallen. Alles klar. Das zweite Buch ist auch ein Standard, könnte man sagen. Das ist das große Buch der Tarotlegungen von Evelyn Bürger und Johannes Fiebig. Ich finde, es gibt einige sehr nette Sachen darin. Die beiden sind ja eher Psychologen und betrachten es nochmal von einer ganz anderen Seite als die Ruland. Also hier wird sehr viel über Selbstschau berichtet. Und vor allem, wenn du gerne mit aufgedeckten Karten arbeitest, also Karten selbst ziehst, anstatt sie mystisch aus einem umgedrehten Stapel zu legen, da hast du einige Inspirationen, würde ich sagen. Und die beiden Bücher, denen wir uns aber hauptsächlich bedienen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir uns diesem Buch bedienen. Hier, ich habe ja eine ganz alte Ausgabe von Hajo Banzhaft, Schlüsselworte zum Tarot. Das ist so mit eins seiner ersten Bücher, in denen sich viele der Legungen, viele Klassiker der Legesysteme finden. Da findet sich zum Beispiel auch der blinde Fleck und die Siebener-Parabel und auch die Hohe Priesterin, soweit ich weiß. Also da haben wir schon echt ihm viel zu verdanken, und weil es einfach von allen benutzt wird, und wir müssen natürlich auch immer wieder auf die Quellen zurückgehen. Aber das Buch, glaube ich, mit dem wir am meisten arbeiten, vor allem du, ist das hier, wenn du es vorstellen möchtest. Ja, Selbstcoaching mit Tarot von Lilo Schwarz. Eines von
4 Tarotbücher, die Lilo mit kreiert hat. Und ich finde es sehr, sehr gut. Leider ist es vergriffen. Und man findet es noch in ausgewählten Online-Shops. Ein Buch, das, um das ich dich bitte, das ist das von Biermeier und Schirner. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen. Genau, das ist jetzt das neue Buch, das große Tarot-Praxisbuch, das ist neu von Lilo Schwarz erschienen, letzten November. Und ganz toll, es ist ein wiederaufgelegtes Buch von ihr, wenn man so will, zweite Auflage. Die Auflage. Dialoge mit den Bildern des Tarot, ne? Genau. Und hier hat sie auch Legesysteme drinnen, allerdings nicht so umfangreich. Genau, sie hat dann halt immer zu jeder Karte ein kleines Legesystem entwickelt. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Rachel Pollack in den Tarot-Weisheiten, ne? Du wolltest noch das, ja, das ist hier. Genau, das Buch, das wahrscheinlich gleich alt ist wie das Buch von Hajo Banzhaf, Tarotwelten, Heidemar Birlmeier und Markus Schirner haben Anfang der 80er Jahre war das, dieses Buch auf den Markt geworfen und es ist für mich einer meiner Lieblinge. Hat ein bisschen ein außergewöhnliches Format, ja. A4 quer, aber Legesysteme zu jedem Tierkreis. Ja, aber auch einfach hübsch aufgemacht, ne? Hübsch aufgemacht, sehr gut. Und für unsere heutige, man darf nicht vergessen, das Buch hat doch schon ein paar Jahrzehnte am Buckel, vielleicht ein bisschen antiquierte Sprachmuster, aber sehr gut aufgemacht und vorne hat es auch noch astrologische Korrespondenzen hin zu den Tarotkarten. Ja, ein sehr gut gemachtes Buch. Und es sind 78 Legungen natürlich. Scheinbar zu jeder Karte eine. Ja, echt spannend. Damit sind wir eigentlich durch für heute, oder? Ja, eine Folie hast du uns vorenthalten, Kirsten. Oh. Würdest du noch mal die Präsentation öffnen mit der letzten Folie? Sehr gerne. Dankeschön. Ja. Genau. Ja, vielleicht können wir das doppelt gemeinsam in Stereo oder sagen. Wir haben das jetzt nicht gesehen. Wir sagen danke. Dass ihr dabei wart und never give up.